Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge der Community-Karte in Supremacy 1914. Wir haben Tag 30 und wir stehen ja sehr weit hinten auf dem 11. Rang mit 13 Siegpunkten. Und seit der letzten Folge ist sehr viel passiert. Wir haben alle unsere Gebiete verloren, bis auf unsere Hauptstadt, und die wird zum Tode sabotiert von allen noch übrigen Nationen außer Rumänien. Davon gehe ich aus. Und die Runde ist jetzt entschieden. Die Runde wird Arabien mit Hilfe von Ägypten und Grönland gewinnen, in der Koalition Sieger. Und auch wenn sie noch gar nicht so viele Siegpunkte haben, Ägypten fehlt da ja noch. Und dann fehlen da noch knapp 350 bis 400 Siegpunkte. Und dann wird die Runde auch schon beendet sein. Diese Siegpunkte wird dann die Koalition durch zum Beispiel Südkanada bekommen, durch die moralisierten Gebiete von mir, und ich glaube, dann müsste es schon reichen. Sonst müssten sie vielleicht noch Nordrussland nehmen, und dann sind, glaube ich, alle inaktiven Nationen ausgelöscht worden, dann vielleicht noch die KIs. Auf jeden Fall werden sie es schaffen können, davon gehe ich zumindest aus. Auch wenn wir verloren haben, auch wenn wir sehr viel jetzt insgesamt verloren haben, unser größter Teil des Militärs ist besiegt worden und wird auch gerade abgefarmt von Bombern, obwohl das ist, haben wir doch eine gute KD, beziehungsweise haben eine gute Schlacht geführt. Insgesamt sind wir bei einer 3er-KD gelandet. Das wird noch runtergehen durch die Bomber, die da rumfliegen. Und ja, sie spielen das hier ziemlich schlau. Ich gehe mal lieber zurück in mein Gebiet, dann wird hier insgesamt weniger Schaden genommen. Und vielleicht baue ich nach dem Tageswechsel nochmal schnell was. Denn ja, selbst wenn ich Spione hier habe, es wird alles kaputt sabotiert. Also das, so wenig Moral in der Hauptstadt geht halt nur, wenn man überall sabotiert wird, und ich werde überall sabotiert. Das heißt, meine einzige Produktionsprovinz wird kaputt sabotiert. Das heißt, ich habe gar keine Produktion. Wenn man das hier mal guckt, wir haben eine doppelte Getreideprovinz, und das ist unsere einzigste Provinz. Und hier haben wir das größte Minus. Also das ist ein bisschen komisch, und das ist halt auf Spionage zurückzufolgen. Wenn wir mal in die Zeitung gehen und dann auf meine gehen, können wir einmal die Berichte angucken. Wir haben insgesamt gegen Finnland schon einen sehr guten Kampf geliefert. Das war noch gegen Skandinavien. Und dann, als dann Arabien uns verraten hat, haben wir auch, ja, eher eine gute KD gehabt. Dann auch gegen Grönland auch eine gute KD. Und insgesamt, glaube ich, ist dann auch die Runde, wie gesagt, zu Ende. Es wird, glaube ich, jetzt keine große Wendung mehr geben, denn es wird einfach nichts mehr entgegengeworfen. Wir haben noch eine gute Armee, und die wird die ganze Zeit demoralisiert durch die Hauptstadt. Das heißt, selbst wenn wir wollten, könnten wir nicht, denn unsere Truppen verlieren nach und nach an Moral, und das ist natürlich mit das Wichtigste in dem neuen Kampfsystem. Und aus diesem Grund wird dann die Runde sehr schnell zu Ende gehen. Ich glaube auch, dass das in den nächsten 2 bis 3 Tagen, bis dann die Gebiete moralisiert wurden, also ungefähr Tag 33, Tag 34, ich glaube, da wird die Runde schon zu Ende sein. Und insgesamt muss man ja sagen, dass das ja eigentlich doch eine sehr coole Runde war. Natürlich, das Ende war jetzt blöd, dass wir verraten wurden, beziehungsweise Arabien sagt ja, dass wir nicht verraten wurden. Aber für mich war das jetzt schon ein Verrat, weil ich bin schon davon ausgegangen, dass wir jetzt in eine Koalition gehen. Und dann sind wir doch nicht in eine Koalition gegangen. Dann haben die teilweise geteilte Karte von Ägypten ausgenutzt. Auch wenn sie sagen, dass sie es nicht getan haben, naja, wenn ihr Ally geteilte Karte mit mir hat, dann kann ich mir schlecht vorstellen, dass sie das nicht zu ihren Gunsten benutzt haben, sondern einfach wahllos irgendwo die Truppen hingeschoben haben und zufälligerweise immer dahin, wo nichts stand. Aber gut, das möchte ich jetzt keinem in die Schuhe schieben. Das Thema ist jetzt abgehakt, ist jetzt egal, wenn ich verraten wurde oder nicht. Auf jeden Fall hat mir die Runde ziemlich Spaß gemacht, und ich hoffe, dass die Runde dann auch noch schnell zu Ende geht, bevor ich jetzt hier meine KD versau, weil das hier ist dann schon größere Impact, größere Truppenanzahl. Ich würde die Runde auch trotzdem mit einer guten KD, mit einer positiven KD vor allem beenden. Und wenn ich jetzt meine ganze Armee noch verliere, dann wird das vielleicht sogar noch eine negative KD. Und das möchte ich natürlich vermeiden. Und sonst, ja, unser einziger Ally Rumänien wurde jetzt auch besiegt. Sie wurden auch innerhalb von 1 bis 2 Tagen von Arabien komplett erobert. Und hier ist jetzt nicht mehr so viel los. Das Einzige, was jetzt noch passieren könnte, ist, dass Skandinavien irgendwas macht oder dass Nordkanada nochmal aktiv wird hier. Aber ich, ja, wie gesagt, hier wird nichts mehr passieren. Das ist jetzt einfach nur noch eine Sache, die über die Zeit gebracht werden muss. Und da wird dann auch das nächste Video kommen. Das nächste Video kommt dann am runden Ende, denn das ist jetzt wirklich uninteressant anzuschauen für euch. Einfach sehen, wie meine Armeen abgefarmt werden.
Ich glaube, das ist dann auch nicht so cool für euch anzuschauen. Deswegen, das nächste Video gibt es dann ungefähr an Tag 33, 34, wann halt die Runde dann zu Ende ist. Und dann werde ich nochmal die Runde zusammenfassen. Dann werde ich in der Zeitung nochmal hier gucken, was denn so alles war. Denn das ganze Blau, das waren ja einmal wir. Also wir sind innerhalb von einem Tag super geschrumpft. Und das werde ich dann alles zusammenfassen in der nächsten Folge. Und dann würde ich sagen, in dem Sinne, das war's mit dieser Folge. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal in der nächsten Folge.